und dabei gilt es jetzt nicht unbedingt, die Studenten zum Extremtrinken zu animieren. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber... Oder? Zur Halbzeit des Heidelberger Weihnachtsmarkts ziehen wir Bilanz. Wie gut geht der Glühwein über den Tresen? Wie sieht's bei Geschenken und Honig mit dem Absatz aus? Und was macht die jüngste Stadt Deutschlands besonders? Erste Erkenntnis, der Studententag war schon mal keine schlechte Idee. Auch der Auszubildende beispielsweise kann an dem Studententag ganz normal teilnehmen. Und auch ein Familien-Seniorentag wird super gut angenommen. Da freuen sich gerade auch die älteren Herrschaften, dass es so etwas gibt, dass man auch ein bisschen an sie denkt. Die Gedanken der Besucher sind dabei trotz der aktuellen Energiekrise gar nicht so sehr von Geldsorgen bestimmt. Zumindest, wenn es um die Verpflegung geht. Eigentlich muss ich sagen, nee, die Leute geben noch Geld aus. Und auch wenn die Preise etwas gestiegen sind, was ja jetzt bekannt ist, muss man sagen, nein, Glühwein wird getrunken und gegessen wird auch. Also man merkt nicht viel davon. Aber das ist durchaus nicht an jedem Stand so. Dabei wäre es gerade beim Siedelsbrunner Honigstand auf dem Uniplatz wichtig, gute Zahlen hinzulegen. Das Weihnachtsgeschäft ist für den Imker ein sehr wichtiges Geschäft, weil er sowas wie zum Beispiel Kerzen und Kosmetik und Liköre an den Mann bringen kann. Den Honig kann man zwar auch so loskriegen, aber deshalb ist es für den Imker eigentlich überlebenswichtig. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt hier, wie gesagt, nicht die Riesenerfahrung, erstes Jahr, aber man hört schon, dass das Kaufverhalten der Menschen schon etwas zurückhaltend ist. Gerade unter der Woche hängt der Verkauf aber auch oft vom Wetter ab. Das meinte es bisher recht gut. Momentan mal Glück mit dem Wetter, es nieselt nur ab und zu mal, es ist trocken, genau unser Weihnachtswetter. An den Wochenenden gilt das ganz besonders, da kann der Weihnachtsmarkt aktuell beste Zahlen vorstellen. Also wir als Veranstalter sind sehr zufrieden mit dem derzeitigen Verlauf des Weihnachtsmarktes, darf gerne so weitergehen. Auch die Standbetreiber sind sehr zufrieden. Wir hatten Samstage, die waren sehr, sehr gut besucht, wirklich sehr gut besucht. Da reden wir schon nahezu über Rekordzahlen. Das Fass ist dabei vom Weihnachtsmarkt gar nicht mehr wegzudenken. Ob der Höhenhof ein zweites Mal kommt, das wird sich wohl erst in der zweiten Hälfte des Weihnachtsmarkts entscheiden. Die Hoffnung ist zumindest noch da. Ich persönlich hoffe jetzt mal, dass die nächsten zwei Wochen jetzt noch ein bisschen weihnachtliche Stimmung bei den Menschen aufkommt und vielleicht das ein oder andere Geschenk noch gesucht wird und dann an den Mann gebracht wird hier. Denn die sind ja bekanntlich auch gerne mal zu spät dran bei solchen Sachen.